In den Koalitionsverhandlungen die neuesten Ergebnisse. Mehr Kindergeld, mehr Kinderzuschlag, mehr Geld für Schulen. Aber auch wenn sich Union und SPD mittlerweile in vielen Bereichen geeinigt haben, es gibt noch einiges zu besprechen an diesem Wochenende. Ganz oben auf der Liste zum Beispiel die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen und Reformen in der Krankenversicherung. Am Sonntag wollen sie fertig werden. Eigentlich. Denn von den Koalitionären in Spe heißt es heute Nacht noch: Es liegt noch ein sehr schweres Stück Weg vor uns, aber wir machen es mit Optimismus und wir wissen, dass Millionen von Menschen darauf warten, dass wir uns einigen und dass wir diese Chance nicht vergeben. Doch es ist auch schon einiges erreicht worden. Einig sind sich die Parteien etwa bei der Unterstützung von Familien. Ein wichtiges Anliegen auf allen Seiten ist da vor allem der Kampf gegen Kinderarmut. Die Unterhändlerinnen von CDU, CSU und SPD stellten am Abend gemeinsam einen neuen Kinder- und Familienpakt vor. Kinder aus Familien mit geringen Einkommen sind eben von Kinderarmut betroffen und dagegen tun wir etwas. Das tun wir, indem wir den Kinderzuschlag erhöhen. Wir werden in Zukunft das Existenzminimum dieser Kinder komplett abdecken. Auch Gutscheine für Haushaltshilfen sollen eingeführt werden, um arbeitende Alleinerziehende zu entlasten. Das Kindergeld soll im Monat um 25 Euro erhöht werden. Ganztagskitas und Schulen sollen mit Milliardenbeträgen auch vom Bund gefördert werden. Auf einen Kompromiss konnten sich die Parteien auch in Sachen Migration einigen. Dabei ging es um den Höchstwert für Zuwanderer. Dieser soll die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen und darf auf keinen Fall Obergrenze heißen. Wir haben uns da geeinigt, das ist gut. Das ist ja, wie Sie wissen, ein langjähriger Wunsch der Sozialdemokraten gewesen, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Da haben wir uns auf die Eckpunkte verständigt. Es wird es also in der nächsten Legislaturperiode geben, immer für den Fall, dass eine Koalition gebildet wird natürlich. Aber da sind unsere Vorstellungen vollständig erfüllt. Aber es liegen auch noch einige Zankäpfel auf dem Tisch. So soll im Lauf des Vormittags vor allem über Miet- und Arbeitsrecht, Stichwort befristete Arbeitsverträge, verhandelt werden. Und genau darüber möchte ich jetzt noch mal sprechen mit meinem Kollegen Christopher Wittig. Der ist für uns in Berlin. Christopher, heute also auf dem Programm unter anderem die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Wie weit liegen Union und SPD denn da auseinander? Na, da liegen sie noch ziemlich weit auseinander und vor allem steht die SPD richtig unter Druck, denn die muss eben liefern in diesem Thema, denn es ist eins der drei großen Themen, die die Basis den Verhandlern mit auf den Weg gegeben haben bei dem Parteitag in Bonn. Und deswegen muss die SPD in dieser Frage als Sieger auf jeden Fall vom Platz gehen, damit die Parteibasis am Ende ein Argument dafür hat, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Außerdem geht es um die Zweiklassenmedizin. Auch das eins der drei großen Themen der Sozialdemokraten, wo sie noch liefern müssen. Wie sieht's heute aus? Wie läuft's ab? Es kommen gerade die ersten Verhandler hier an. Bisher sind sie an den Pressevertretern alle schweigend vorbeigegangen. Um 10 trifft sich hier die Union im Haus Konrad Adenauers, der Parteizentrale der CDU. Und um 12 kommt dann die SPD dazu. Und dann werden es sicherlich eisige Gespräche heute werden im eiskalten Berlin.